Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Folge 44, Stranded Deep. In der letzten Folge sind wir angekommen auf einer neuen Insel, erneut. Ja, ein bisschen enttäuschend, wenn wir ehrlich sind. Das einzig Positive, das einzig Schöne. Wir haben eine Pipi-Reserve gefunden, sprich wieder mal eine Pflanze. Eine Pipi-Pflanze gefunden. Wir haben quasi einmal vergiftet werden frei. Ja, was passiert heute? Heute wollen wir im Grunde nochmal um die Insel drumherum tauchen, überprüfen, ob vielleicht noch irgendwo Lehm ist, weil Lehm würde ich schon gern mitnehmen. Erstmal. Lehm würde ich wie gesagt schon gerne mitnehmen. Ansonsten warten wir, bis hier die Wasserflasche voll ist. Werden dann wahrscheinlich diese Krabbe noch komplett essen. Joa. Das war's. Dann geht's weiter zur nächsten Insel. Wir können uns aber direkt schon mal vorbereiten. Es ist eh noch zu dunkel, um irgendwas zu machen. Wir brauchen ein Seil, wir brauchen einen Stock. Wir brauchen zwei Steinwerkzeuge. Und im Anschluss brauchen wir noch ein weiteres Steinwerkzeug und einmal Leder. Wir wollen nämlich noch eine weitere Axt bauen. Die hier hat bald das Zeitliche gesegnet. Wir sind bei 6,8% Haltbarkeit, ne? Ist klar. Wir könnten jetzt auch von den Ressourcen was nehmen, die wir auf dem Schiff haben. Aber sind wir mal ehrlich, warum sollten wir das tun? Warum sollten wir irgendwie Ressourcen nutzen? Die wir auch später noch nutzen können oder vielleicht später irgendwann sogar mal brauchen. Deswegen, ne? Gemach, Gemach. Wir können ja sogar. Wir haben gelernt, nicht zu viele Kokosnüsse zu essen, zu trinken. Aber so ein bisschen was ist ja in Ordnung. So, hier hinten war das Leder. So, verfeinerte Axt. Und dann machen wir die in die richtig Werkzeugkiste. Damit auch hier heißt, die eine kaputt machen. Also, was heißt die eine kaputt machen? Die andere erst aufbrauchen quasi. Und dann machen wir weiter. Gut. Hier oben hatten wir noch eine Kokosnuss. Ja. Die wollen wir trinken. Dann haben wir da nämlich auch noch mal ein bisschen. Bisschen mehr Ressource quasi. Gucken wir mal, ob das Meer jetzt schon eine passable Farbe hat zum Durchgucken. Das sieht aber noch nicht so aus. Sieht man ja noch nichts. Sowas hier viel zu spät. Ich meine, es wird besser werden, aber angenommen, es kommt hier ein Hai an. Den sehen wir halt auch eine halbe Sekunde, bevor der uns dann beißt. Oder im schlimmsten Fall direkt tötet. Ich denke nicht, dass er das direkt tun würde, aber oder wird, aber. Man weiß ja nie, ne? Man muss ja kein Risiko eingehen. Besonders, ihr erinnert euch, wir haben den Spielstand so konzipiert. Dode ist Dode. Dode heißt Neustart. Der Spielstand wird automatisch gelöscht. Ja, und wir starten von vorne. Wenn das so kommen sollte, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, werden wir das Ganze so gestalten, dass ich für mich quasi viel spielen werde.
und euch nach und nach mitnehme. Mitnehmen in dem Sinne, dass ich quasi eine Art Zusammenfassung für euch mache, was passiert. So lange, bis wir das Spiel einmal durch haben. Ziel, Langzeitziel, alle Erfolge. Dauert wahrscheinlich allein dieser Erfolg 100 Tage am Leben sein. Im nächsten Spielstand, wenn wir das hier einmal durch haben quasi, sprich uns einmal befreit haben. Jawohl, noch eine Kiste. Werden wir das Ganze auch so machen, dass wir dann nicht mehr in diesen Hard-Modus reingehen. Hi, oder? Irgendwas Großes ist hier lang. Ich habe einen großen Schatten gesehen. Oder war ich das selbst? Naja, so oder so brauchen wir Luft. Also, ehrliche Einschätzung. Ich glaube nicht, dass wir hier groß Lehm finden werden. Aber gut. Werden wir sehen. Vielleicht finden wir doch noch was. Ein Wrack haben wir auf jeden Fall gerade noch gefunden. Ist ja auch was Feines. Untiefen. Gucken wir mal. Schildkröte, Rochen. Was es hier alles gibt, ne? Also da, das sieht echt so aus, als hätte man sich hier Mühe gegeben. Auch nicht nur über Wasser, sondern besonders... Oh. Die Musik ändert sich. Das klingt nach Hai. Also Abmarsch. An Land. Man kann uns Angsthase nennen, man kann uns aber auch einfach Person mit Lebenswillen, mit Überlebenswillen bezeichnen. Ne? Betiteln. So. Als Person bezeichnen. So und so betiteln. Gut, dann ist diese Insel nicht so enttäuschend, wie ich anfangs dachte. Wobei, abwarten, vielleicht passiert hier auch gar nichts mehr. Ja, gut, wenn man halt nicht da rein kann, da einfach auch nichts ist. Ja, schön, dass du da bist, Wrack, aber... Abgesehen von den Dingern hier vorne, von den Schwimmern, haben wir nichts von dir. Und Schwimmer, haben wir gesagt, wollen wir erstmal nicht. Schiff ist groß genug. Ah, da ist wieder ein Hai. Ja, gut. Wunderbar, 32 Tage überlebt. Brauchen wir den Stein überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ich produziere weiter Wasser. Muss jetzt voll sein. Ja. Da sind wir auch entsprechend voll. Nochmal Rationen, die zwei Sachen. Machen wir wieder kaputt. Ja, ne? Ja, dann geht das aufbauen, auftanken, wie auch immer. Oh, gerne übers Boot. Doch deutlich schneller als gedacht. Das kommt da rein. Plankenrationen. Ja, da haben wir aber erstmal genug, ne? Ich meine, auf dem Flugzeugträger, nennen wir ihn mal so, haben wir ja auch schon einiges an
Rationen eingelagert. Das Ding ist komplett leer. Dann machen wir die ganzen Fasern da raus. Das machen wir da rein und dann nehmen wir unsere schöne Beschriftungsmaschine. Ist nur die Frage, wo haben wir den gepackt? Ich erinnere mich nicht, um ehrlich zu sein. Jawohl, beim ersten Versuch. Dann sind das nämlich nur noch Seile. Und das sind dann die Fasern. So. Einmal kurz gemutet, da ich mir die Nase putzen muss. So, das mal wieder. Ja, Kompass. Kompass haben wir hier. So sollte man auch aufnehmen und die Fasern können wir auch da reinlegen dann. Ne? Kompass Richtung Osten wollen wir jetzt. Das heißt hier einmal rum, ne? Dadurch. Da müssen wir es halt ziehen. Und dann fahren wir so in die Richtung. Gucken wir mal, ob wir da vorne was sehen. Beziehungsweise, wir haben ja das Fernglas. Aber auch damit nichts zu erkennen. Okay. Freunde. Wir trinken noch einmal. Das passt. Das lassen wir so liegen. Das hier nehmen wir aber mit. Besonders die Kokosflasche. Ja, und dann Abfahrt. Nein. Ja. Okay, da ist auch kein Dings. Steine, da ist auch kein Platz, dann packen wir die Steine oben rein. Gut. Segel ist oben. Anker eingeholt. Komm, über die Sandbank. Jawohl. Es treibt von alleine, ne? Ich zieh's gar nicht. Irgendwie zieht sich das Wetter jetzt so zu. Ich habe das Gefühl, hier gibt es gleich wieder ein Unwetter. In Osten. Da müssten eigentlich Inseln sein. Wir sind noch nicht ganz im Nordosten. Ja, okay, da kommen Inseln. Da sehe ich was. Halten wir noch an der da drüben, oder? Naja, das ist zu weit südlich. Wir wollen wirklich dann... Na, die nehmen wir. Die nehmen wir, die ist gut. Das habe ich im Gefühl. Noch ein Stück rüber. Jawohl. Da waren wir bestimmt schon. Das muss man uns auch merken für den nächsten Durchlauf, wenn es da noch einen gibt und wir wirklich wieder so ein komplettes Nomaden-Ding draus machen. Dass wir auf jeder Insel wirklich so ein ja, irgendwas setzen. Also so ein Fundament. Das ist
ziemlich weit im Wasser, dieses Wrack. Das möchte ich auf jeden Fall sammeln. Und Speergewehr, das ist auch was, was ich gerne bauen würde. Material haben wir da auf jeden Fall. Was ist das hier vorne? Leder. Das ist bestimmt wieder irgendwas Gefährliches. Oh, das ist... Ich bin echt gespannt. Fahren so ein bisschen links daneben. Der große Abaya. Was ist das? Da oben seht ihr einen orangen Punkt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier ein Seemonster ist. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte jetzt einfach... Nein. Nein, nein, nein. Das haben wir. Großer Abaya ist bestimmt... Ja. Nein, der ist da vorne in die Richtung. Ich möchte da nicht lang segeln, ich bleib hier. Ich habe da gerade ein bisschen, ein bisschen Schiss habe ich da. Okay, aber hilft ja alles nichts, hier weiter ankern, bringt uns auch nicht voran. 1, 2, 3. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir so eine Flasche haben, wenn wir die überhaupt mitgenommen haben. Ich könnte mir auch fest vorstellen, dass wir so eine Sauerstoffflasche gar nicht dabei haben. Ich hoffe jetzt dann irgendwie, dass es hier eine Wasserflasche gibt. Gut, so ein kleiner Speer wird da nicht viel ausmachen, aber gucken wir mal. Oder ist aber ja einfach nur ein riesiges Wrack? Der große Abaya. Okay, da waren Lebensbalken. Nein. Nein. Musik ändert sich. Nein. 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 Das, vor allen Dingen das Wasser ist halt so blöd. Ich möchte das nicht. Der ist da vorne. Das heißt, wir segeln jetzt. Wir ziehen das Schiff einfach ein Stück rüber und segeln rüber die Insel. In der Hoffnung, dass sie das überleben. Ich gebe Platz weiter. Also, ich bin ganz ehrlich, das ist mir gerade zu viel Aufregung. Aber wenn der große Abaya schon so ein riesiges Schlachtschiff hier platt macht, was macht er denn erst mit uns? Hm? Nee, 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 du. Nee, 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 darüber wollen wir. Darüber wollen wir. Ja, ja, aber ja, bleib mal schön. Bleib mal schön da. Bevor ich hier keine Speere habe, passiert hier gar nichts. Also keine. Ne, kein Speergewehr. Der große Abaya. Okay, es beruhigt sich wieder. Ich beruhige mich auch wieder ein bisschen. Ja,
eben noch drüber gesprochen, ja, im nächsten Lauf, hier so und so, und der Spielstand, ne, wird sich automatisch löschen. Ja. Und dann kommt so eine Kacke. Also, das heißt so eine Kacke, ne? Ist ja noch nichts passiert, aber. Was war das jetzt? Ein großer Hai? Aber irgendwas anderes. Was willst du von mir? Der große Abaya. Dort hinten. Bisschen rechts rum und dann machen wir quasi so eine Linkswende, dass wir dann darüber, darüber. Und dann haben wir, denke ich, die Sauerstoffflasche gefunden. Wenn wir die Sauerstoffflasche haben, dann will ich nicht sagen, fühle ich mich bereit, aber dann wäre ich durchaus so weit, dass ich sage, ja, das würde ich auch sagen. Nee, dass ich sage, hey, lass mal probieren. Zwei Haie. Läuft nicht ganz so wie gedacht. Wollten ja eigentlich da hinten raus. Gut, ist es halt jetzt nicht geworden. Jawohl. Nix. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Nee. Gut. Was sieht's denn eigentlich mit meinem Jagdskill aus? Der wird nicht so wirklich größer, ne? Sieht so ein bisschen tropisch aus, aber auch mit. Gott, jetzt war ich zu schnell für mich selbst. Sieht so ein bisschen tropisch aus, aber auch mit Elementen. Okay. Hallo Schwein. Aber auch mit diesen Steinelementen. Das ist so eine gemischte Insel halt, ne? Ja, hallo Schwein. Hier kommst du aber nicht hin, ne? Blöd für dich. Gut für uns. Leder. Nein, Leder war hier. Die Art von Planken haben wir. Dort unten. Stoff. Klebeband machen wir dann auch wieder da rein. Seile. So, wie
werden dann morgen früh erstmal eine Ration futtern. Packen wir die gerade nochmal ins Inventar. Nehmen die vielleicht auch direkt in die Hand. Gut, dann die Folge für heute, der große Abaya. Wir haben Bekanntschaft gemacht quasi. Aber das war's dann auch. Wir schauen uns das nochmal an. Wie gesagt, schauen jetzt nach einer Sauerstoffflasche und wenn wir die Sauerstoffflasche haben, dann wagen wir uns mal ran und schauen mal, was passiert. Bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge.